Servus und grüß Gott zu einem neuen Video der Tanto GmbH. Und heute habe ich wieder ein Leckerbissen vom Messer für euch, das Puma 21-09-86. Ich schaue ja immer, dass ich so einmal im Monat, wie es heute hinausgeht, ein Messervideo mache. Und heute ist es wieder soweit. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir beim letzten Mal haben wir ein sehr billiges Messer gehabt, das wir uns angeschaut haben. Und heute gehe ich mal ein bisschen wieder in die High Class rein und habe mir ein Puma Messer rausgesucht, das im Jagdmesser-Style gestaltet ist und sehr hochwertig verarbeitet. Das 21-09-86. Und das schauen wir uns jetzt im Detail genau an. Ja, wenn es um die Firma Puma geht, Puma ist, wie viele wissen, ein sehr altes Traditionsunternehmen in Solingen ansässig, immer noch, und ist 1769 gegründet, also extrem früh in die Messer- oder Handwerksrolle damals eingetragen, noch weit vor Hartkopf und Konsorten, die in Solingen ansässig sind, also sehr altes Traditionsunternehmen. Und man muss aufpassen, bei den Puma-Messern gibt es mittlerweile eine internationale Messerproduktion, die nicht in Solingen produziert werden. Die sind aber alle mit Puma IP gekennzeichnet, also International Production. Und diese IP-Versionen gibt es seit 2003. Die Version, die ich jetzt da liegen habe, also das 21-09-86, ist ein in Solingen, Deutschland hergestelltes traditionelles Puma-Messer. Ja, vorweg, wenn ich sage, will ein bisschen High-Class-Messer. Bei dem Messer, gleich mal vorweg, sind wir bei einem Preis von ja, um die 200 Euro. Also da sind wir schon qualitativ, kann man einiges erwarten. Und so schaut es auch aus. Also wenn man das Messer jetzt im Detail anschaut, schauen wir uns mal so die Grundfunktionen oder die Grundbauweise mal an. Also das ist ein sehr massiv gebautes Messer. Schauen wir unseren Griff gleich an. Das sind also echte Hirschhorn Schalen, die da aufgebracht sind. Die Backen, die man da sieht, das ist Neusilber, schön poliert, also hat auch so einen leicht gelblichen Stich. Schaut also wirklich, auch wirklich gut aus. Ich habe zwischen den Federn, die Messerklinge halten, beziehungsweise die Säge, die auch noch mit dabei ist, da habe ich Messingplatinen mit drin, damit das ja, sehr smooth und einfach zu bewegen ist. Und die ganz starke Rückenfeder hält das Messer wirklich absolut top und präzise in der Position. Ja, die robuste Bauweise habe ich gerade angesprochen und das sieht man auch. Also das Messerheft ist recht massiv gestaltet. Also wir sind dabei fast 2 cm in der Breite, wo das Messer hat. Und also der Griff, nicht das Messer, sondern der Griff hat. Und es liegt somit wirklich sehr massiv und gut in der Hand. Die Klinge, wenn ich mir jetzt anschaue, das ist eine normale gerade oder fast gerade Drop-Point-Klinge, die oben nicht geschärft ist und auch nicht angefasst, sondern das ist massive, ich darf jetzt mal sagen, also angemessen mit 3 mm. Ich sage einmal, das geht bei einer Stärke von über 3 mm an und verjüngt sich halt nach vorn zur Spitze. Was bei der Klinge auffällt, sie ist relativ kurz mit nur, ich glaube, ich habe es jetzt im Kopf, mit fast 7 cm, ja genau, mit ziemlich genau 7 cm Länge ist also relativ kurz geraten. Allerdings durch das, dass die so massiv ausgelegt ist, ist das eine wirklich sehr robuste Klinge. Und da kann man also auch mal härtere Hölzer schnitzen, wenn man mag. Wenn wir bei der Klinge sind, geht es natürlich auch um den Stahl von der Klinge. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Also Puma verwendet jetzt bei dem 20-09-86 Messer einen 440 A-Stahl. Das ist also ja, ein noch weicher Stahl, muss man sagen, mit einer Rockwell von bis zu 87 HRC. Also lässt sich sehr einfach schleifen und ist auf alle Fälle mit dem hohen Chromanteil ein rostfreies Messer. Davon kann man also ausgehen. Der Stahl ist also schon so hochwertig, dass
Rostock kein Thema ist. Das, was bei dem Messer mir jetzt auffällt, bei der Version, die ich jetzt da vorliegen habe, also die Rückenfeder ist also sehr, sehr streng ausgelegt. Also da muss man einen hohen Druck ausüben, um die Klinge einklappen zu können. Verhindert auf alle Fälle ganz, ganz zuverlässig ein ungewolltes Einklappen der Klinge. Also das ist einmal eigentlich ausgeschlossen. Das zweite, was das Messer noch mit drin hat als Funktion, gibt noch eine dritte Funktion. Das zweite ist eine Säge, die sehr robust ausschaut, also auch mit oben mindestens 3 mm Klingenstärke verjüngt sie dann da unten auf 2,5–2 mm und ist eine sehr scharf geschliffene Klinge mit dem gleichen Stahl, also für 40 A-Stahl. Dementsprechend haltbar würde diese Säge oder wird diese Säge auch sein. Was wir da noch sehen, ist ein Kapselheber, in Bayern sagt man Flaschenöffner, der damit eingearbeitet ist bei der Säge. Also beim Bieraufmachen ist das Messer auch auf alle Fälle mit am Start. Gehen wir nochmal kurz zurück auf den Griff. Die Hirschhornschalen sind mit 4 Neusilbernieten aufgebracht, links und rechts. Und in der Mitte hier ist der massive Mitteldorn, der die Rückenfeder im Drehpunkt hält, noch mit zum Sengen. Bei der Klinge fällt auf, das ist also von dem, dass relativ eine kurze, starke Klinge ist. Die Klinge hat keinen Nagelhau, was jetzt das Ausklappen ja, zwar nicht besonders erschwert, weil die Messingplatinen eine recht einfache Drehbewegung zulassen. Aber man muss halt schon genau hingelangen, damit die Klinge sauber ausgeklappt werden kann. Die Säge hat einen kleinen Nagelhau und die Feder ist auch relativ streng. Also den Nagelhau, den braucht man auch, damit man die Säge auch wirklich sauber ausklappen kann. Schauen wir uns noch die Maße an. Wie immer, wenn wir so ein Messer haben, also die Grifflänge ist bei 10 cm. Die Klinge, habe ich ja schon gesagt, das ist eine gute 7 cm. Die Säge, wenn man jetzt misst, da sind wir jetzt auch im ausgeklappten Zustand bei 7 cm Länge und im ausgeklappten Zustand vom Messer sind wir bei einer Gesamtlänge von 17,2, so in die Richtung. Ja, bei Messern kommt ja immer das Thema auch, Waffengesetz führen, ja oder nein, mit auf. Also führen eines Messers heißt, ich habe es griffbereit mit dabei und das ist klar ein mitführbares Taschenmesser. Es ist ein Zweihandmesser und dementsprechend Zweihandklappmesser fallen nicht unter die einschlägigen Paragraphen vom Waffengesetz. Wo sehe ich jetzt das Einsatzgebiet von dem Messer? Also durch die verwendeten Materialien und auch die Qualität und Güte, wie das Messer verarbeitet ist, ist das in jeder Sammlung natürlich aufgekommen, völlig klar. Das zweite, wo ich sehe, ist im Outdoor-Bereich. Durch die kurze, massive Klinge ist das auch zum Schnitzen kein Problem. Mit der Säge kann ich mir eben dieses Schnitzholz auch ganz gut bergen. Mit dem Kapselheber, wie gesagt, auch Outdoor oder eben in der Freizeit, gut aufgehoben, kann ich mir eben mein Limo oder mein Bier ganz einfach aufmachen. Das ist klar. Und Puma selber gibt es als Brotzeitmesser an. Gut, klar, jedes Messer ist für Brotzeit zu gebrauchen, ist logisch. Mit der breiten Klinge ist auch ein Brotaufstrich problemlos machbar. Also das darf ich auch unterstreichen. Wobei also zur Brotzeit die Säge nicht brach, ist auch klar. Ja, das war's von mir zum Puma 21-0986 Puma Custom. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um ein Abo freuen und um einen Daumen hoch. Es bringt den Kanal weiter und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video. Servus und viel Gute.